Hi, ich bin Viola und ich hatte 2021 die Möglichkeit, auf der Bonnekamphöhe in Essen ein Praktikum in der Permakultur zu machen. Auf 3 Hektar Land unweit von Zeche Zollverein und Industriekultur findet sich dieses kleine Paradies. Engagierte Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen arbeiten hier zusammen im ökologischen Anbau von Obst und Gemüse. Während der Saison könnt ihr samstags zur Bonnekamphöhe kommen. Da gibt es einmal den Marktstand mit Gemüse und Obst von hier und die Gastronomie Bunte Beete hat dann auch offen. Die Bonnekamp-Stiftung steht für ökologische Bildung, Inklusion und die Förderung der heimischen Artenvielfalt. Zudem gibt es ja ein Bildungsangebot für Groß und Klein. Dabei gibt es zum Beispiel Gartenworkshops in den verschiedenen Jahreszeiten und ein Ferienangebot für Kinder. Cooles Projekt, oder? Falls euch das noch mehr interessiert, es gibt viele Möglichkeiten, die Bonnekamphöhe zu unterstützen. Zum Beispiel könnt ihr auch einfach mal zu Besuch kommen. Aber jetzt möchte ich euch mitnehmen in das Jahr 2021, wo ich hier mit angepackt habe. Ich bin jetzt auf der Bonnekamphöhe und das ist sehr schön hier. Ich fühle mich ja sehr wohl. Ich bin jetzt am Minze suchen für den obligatorischen Minztee, der so unfassbar lecker ist. Dann haben wir damit gestartet, Erdbeerbeete anzulegen. Irgendwie liebe ich manchmal das abgebrockte Ruhrgebiet. Bonnekamphöhe tat mal wieder richtig gut. Irgendwie die frische Luft. Ich war jetzt heute nicht so lange da. Aber ich bin jetzt echt müde und erschöpft. Und ich gucke im Moment so eine Doku auf Arte über nachhaltige Architektur. Und es ist so inspirierend und es fasziniert mich so. Heute ist endlich der Tag, an dem wir das Löwenzahnblütengelee kochen und das dann geliert und hoffentlich gut schmeckt am Ende. So, das ist gefrorener Löwenzahnblütenwassermix. Jelly ist fertig und das wird natürlich auch gleich sofort probiert. Einfach so enorm. Es hat gestern richtig viel Sonne geschienen und geregnet. Und hier explodiert einfach alles. Alles wächst so viel und das ist echt so toll zu beobachten. Es hat sich viel verändert. Das Wetter wird endlich wieder gut. Und ich habe voll gute Laune und treffe mich total viel mit Freunden im Moment. Und es ist einfach so pures Leben und das ist so toll. Es fühlt sich, ich war gerade mit Lea einen Kaffee trinken in Rüttenscheid und die Cafés haben jetzt wieder offen. Die ganze Rüber so bunt und laut und Menschen und ach, ich bin so glücklich.